Teenie, der lädt seine Parts nicht mehr hoch, der kommt irgendwie nicht mehr dahinter und deswegen habe ich mir gedacht, ich schmeiße ihn aus dem Projekt. Pochilobby. Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Hexit Friends. Natürlich mal wieder ohne die Friends. Warum? Das Ganze ist ganz simpel, Ich werde es gleich in die Dinge reinschneiden, glaube ich mal, in die Pre-Intro. Otini, der lädt seine Parts nicht mehr hoch, der kommt irgendwie nicht mehr dahinter und deswegen habe ich mir gedacht, ich schmeiße ihn aus dem Projekt. Jetzt ist Otini raus und ich möchte allerdings trotzdem mit mindestens zwei Leuten halt aufnehmen, sprich halt mit Alex und mit noch wem. Und jetzt weiß ich bloß nicht, wer da in Frage kommen könnte, weil ich kenne zwar ein paar, aber die haben selber viel zu tun. Und deswegen täten die halt auch wieder nicht in Frage kommen und deswegen ist das halt wieder eine blöde Idee. Und jetzt weiß ich nicht, wie es ausschaut mit dem Utini und so. Und scheiß jetzt erstmal auf ihn. Ich bin hier wieder zurück mit der Facecam. Ich hab's jetzt doch nochmal hinbekommen, dass wir das irgendwie schaffen. Und ja, wie gesagt, ohne Alex, ohne jeden, das liegt einfach daran, weil die alle keine Zeit haben. Leider Gottes, was will man machen, ne? Kann man sich nie aussuchen, wenn ein Mensch Zeit hat, leider. Und da dachte ich mir halt einfach mal, komm, dann nimmst du halt jetzt, so alleine auf, ne? Forever alone und so. Nee, also, ich nehme halt jetzt alleine auf, weil ich ein paar Parts brauche. Und, weil ich habe echt keine Parts mehr, Freunde. Ich muss jetzt echt mal wieder Gas geben. Und das Lustige ist, ich habe momentan Urlaub. Heißt, ich möchte ein bisschen chillen. Also, ein bisschen runterkommen, mal kein YouTube machen und so weiter und so fort. Und ich hoffe, das könnt ihr mir ein bisschen verzeihen, wenn ich dann mal so sage, ey, ich habe jetzt keinen Bock, heute was hochzuladen oder so. Weil, ich habe jetzt ein Jahr, sage ich mal, so durchgemacht. Klar, ich habe nicht jeden Tag was hochgeladen, aber ich habe jetzt, glaube ich, nochmal ein Jahr durchgemacht, wo ich mir keinen Urlaub genommen habe, sage ich mal jetzt, so speziell für YouTube halt. Und das ist ja quasi jetzt auch nicht wirklich Urlaub nehmen, was ich jetzt hier mache. Das ist eigentlich auch bloß jetzt so, Hallo? Ist da wer drin? Hallo? Wow! Ich hab's gewusst. Ist einfach ein Creeper bei mir auf dem Scheißhaus. Was ist los mit dem? Da ist einfach ein Creeper in meinem Scheißhaus. Ich meine, welche Hurensohn hat da so eine grüne Wurst rausgeschossen, Alter? Alter, nee, warum? Warum? Oh Mann, das ist Strafe. Alter, da ballert einfach irgendjemand eine grüne Wurst raus. Echt lecker, GG. So, wir gehen jetzt hier nochmal runter in unser Lager. Weil wir haben ja noch ein bisschen was vor. Na gut, Creeperhead. Wo können wir so Kopf... Ah, da können wir Köpfe reintun. So, das tun wir hier noch rein. Ich habe hier noch ein bisschen Cobblestone. Zack. Bisschen zu viel Cobblestone. Habe ich eigentlich noch? Ja, habe ich. Komm, die holen wir gleich her. Was brauchen wir sonst noch? Jetzt lass mich mal überlegen. Rote Wolle, genau. Rote Wolle brauchen wir. Da haben wir Gott sei Dank auch noch genug da. Ich bin so froh, dass ich damals die mitgenommen habe, sonst hätten wir da jetzt wahrscheinlich nochmal hinrennen dürfen. Und ich weiß jetzt nicht, ob meine Audioline überhaupt laut genug ist. Weil ich nehme ja mit Outer City auf mittlerweile, weil ja dank dem Motherboard, dem neuen, was ich mir da geholt habe, geht nämlich meine Audioline nicht mehr so gut rüber von Fraps, weil ich habe eigentlich immer mit Fraps automatisch meine Stimme auch mit aufgenommen. Und das geht jetzt mittlerweile leider nicht mehr. Wow, Alter, schreckt mich der Pisser einfach. Kommst du hier nicht hoch? Denke ich mir zumindest mal. Wenn du hier hochkommst, dann bist du Spider-Man. Aber du bist es nicht! Ah! Okay, bis hierhin. Und nicht weiter. Ohne Witte, wenn jetzt hier der Creeper reinkommt, ne? Ich bring ihn um. Wenn... Also, ich glaube, ich weiß seinen Weg. Ich glaube, ich weiß seinen Weg. Oh, ich hab's gewusst! Ach du Scheiße, was ist heute los? Jetzt, das soll nur durchkommen. Scheiße, ich hab keine Pfeile mehr. Egal, Wurst.
Ich weiß, wie der durchkommt, der kleine Lümmel. Der geht nämlich hier den Weg lang. 100 pro. Ich schwör's euch. 100 pro. Zack, jetzt kommt er nicht mehr durch. Der kleine High One. Der kleine Pisskopf. So. Spinnen könnten hier noch rein und so, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt Wurst. Ja. Wie ihr seht, ne? Zombies und so. Ja, da hat sich gerade zu Wort gemeldet, der Zombie. So, witzig. Hurensohn. Gut, bis hierhin müssen wir, glaube ich, machen. Genau. Weil hier kommt dann... Scheiße, hier habe ich ja Fenster hingemacht, ne? Na gut, das ist natürlich scheiße, weil ich wollte eigentlich hier ein Gästezimmer hinmachen. Das heißt, das hier, meine Freunde, muss weg. Hab ich nicht dran gedacht, tut mir leid. Da hat mein kleines Gehirnchen wohl nicht mitgedacht. Aber was wir machen, ne? Okay, dann machen wir das jetzt einfach nochmal weg. 1, 2, 3, 4. Okay, hat gerade noch gepasst. Sonst hätte ich jetzt nochmal runtergehen müssen, Cobblestone sammeln müssen. Gut. Und hier kommt halt dann eben was rein. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier auch runter. Okay, das machen wir sowieso mal weg. Nehmen wir auch das Cobblestone gleich mal mit. Bisschen vorsichtig sein wegen den ganzen Creepern, die hier rumlaufen, ne? Ihr wisst ja warum. Und, ja. So. Nichts los hier, Gott sei Dank. Das haben wir ja auch noch weg. Den Bomben hetzen wir auch noch mit. Zack. Ein paar Äpfel müssen wir noch mitnehmen. Ist ja gesund, ne? Also, ich hab's so gehört. Laut der Menschheit, ne? Dass Äpfel sehr gesund sind. Also, ich ernähre mich ja nur von Burgern und so. Und, ich kenne Äpfel gar nicht, also das ist mir eine völlig fremde Art einer Essenskultur. Ohne Witz, kenne ich gar nicht. Wer hat den Scheiß überhaupt erfunden? Gut, dann muss ich das eigentlich auch wegmachen, ne? Schon scheiße. Da muss ich mal da muss ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen. So, dann gehen wir hier nochmal rein. Pam, pum. Hier ist keine Spinne drin. Sehr gut. Okay. Ich höre aber schon wieder etwas krabbeln. Das heißt, wir müssen hier erstmal gucken. Hier mal wieder Cobblestone. Hier kommt auf jeden Fall ein Balken rein. Ne, ist klar. Okay. Balken rein. Okay, ich denke, das mache ich hier mal weg. Jetzt brauche ich ja bloß hier TNT. Hab ich aber nicht. Gut. Hier machen wir dann zu, weil hier kommt nichts mehr hin. Achso, ja, dann kann ich das hier nicht freilassen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Okay. Da muss ich dann nochmal eine Line ziehen, eine coole Crackline. So, dann kann ich hier auf jeden Fall dann, denke ich mal, bald zumachen. Was hier reinkommt, das weiß ich selber noch nicht, also... Dann muss ich das hier aber auch nochmal wegmachen. Zack. Und dann muss ich das hier aber auch wegmachen. Also ich muss so viel wieder wegmachen. Und aha, hast du dich gesehen? Und dieses und jenes und pam, pam, pam. So, das muss dann auch wieder weg. Boah, ich dachte schon, dass ich jetzt die ganzen Baumstämme dann wegholz. Und ich habe meine Origin aufgelassen. Das heißt, man könnte jetzt hören, wenn jetzt irgendwelche Spastis hier wieder meinen müssen, sie müssen online, offline gehen. Da hört man die halt, aber ich denke mal, das kann die Musik, die ja im Hintergrund läuft, kann man dann überspielen, hoffe ich mal. Yo. Und ich höre wieder Viecher. Okay. Was kommt hier rein? Auf jeden Fall, hier muss dann, genau. Ja, genau. Hier muss das hin. Das heißt, das kann ich hier nicht... Holzen? Nein, das bleibt bei mir. Okay, dann springt schon weg. Das schmeckt mich nicht, das Stück. Okay, so. Man hört vielleicht jetzt im Hintergrund auch den scheiß Lüfter, aber ich bezweifle mal, dass man den hört. Hoffe ich zumindest. Weil ich habe keinen Bock, dass da irgendwelche Geräusche zu hören sind. So, jetzt haben wir kein Cobblestone mehr. Jetzt müssen wir wieder runter. Yeah! Und natürlich Beine brechen, das muss so sein, Freunde. Das gehört alles zu meinem Plan. Und hier könnten jetzt natürlich wieder ein paar Viecher sein. Alter, überhaupt nicht wenig, ne? Was geht diesmal hier ab, Alter? Sag mal, ist hier irgendwo ein Spawner oder was?
Irgendwas muss hier los sein. Ich habe hier vorne noch einen Creeper gesehen. Der, wo er jetzt runtergegangen ist, weiß ich jetzt bloß nicht. Okay, das ist unten rechts. Nee, da. Okay. Pam! Pam! Was mache ich eigentlich, wenn ich kein Ding... Ah, vielleicht ist das der Grund, weil es hier so dunkel ist. Das könnte natürlich auch ein ausschlaggebender Grund sein, warum es hier so viele Creeper und sowas gibt. Weil ich hier einfach zu wenig ausgeleuchtet habe. Das könnte natürlich ein Faktor sein. Hier kommen die epischen Rüstungen hin. Habe ich ja schon mal gesagt. Weiß ich bloß nicht, was es alles für epische Rüstungen gibt. Okay, jetzt sind wir wieder vom Thema abgekommen. Wir brauchen... Okay. Das da. Sieht es gut mit der Wand aus? Ja, eigentlich schon, ne? Kann man eigentlich auch noch da lassen. Dann brauchen wir Holz. Okay, das habe ich noch. Ich werde auf jeden Fall noch Glas auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen. Okay, 30 sollten reichen. Obsidian brauchen wir gerade nicht. Jukebox hört sich gut an. Aber das brauchen wir auch noch nicht. Aber die könnten wir mal gebrauchen. Okay, und dann vielleicht nur zwei Betten oder so. Haben wir Betten da? Ja. Okay. Weil das ist ja dann das Dinghaus. Also ich habe ja vor, da drin das Gästezimmer zu machen. Da, wo wir jetzt dann bauen werden. Und da werden dann, sage ich mal, die ganzen Gäste untergebracht. Ne? Die dürfen da drin pennen. Und ja. Gut. Cool. Okay, ich habe mein Cobblestone vergessen, ich forget. Egal, ich springe jetzt hier mal einfach runter. Oder hier, da. Ja, gut, überlebt. Toll. Pam, 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 pam. Gut, sollte reichen. Ist ganz praktisch, wenn man hier draußen eigentlich doch dann mal solche Kisten hat, wo man Sachen nicht mehr braucht. Also, das werde ich auf jeden Fall auch noch bauen bald, dass ich da mal das Too Many Items Haus bauen werde. Hört sich super an, ne? Habe ich mir super überlegt. Okay, hier kommen dann nämlich die Treppen hin. Kann ich gerne mal weiterführen. Zack. Oder? Müsste schon so sein. Naja, eigentlich schon. Dass man weiß, dass hier eine Dingsbumstand ist. So. Hier muss ich bloß nochmal schnell wegbauen. Wegen dem hier. Aber ich... Nee, ich hab's falsch gemacht, ne? Ich muss da hin. Da muss das hin. Das heißt, dass das eigentlich auch schnell weg muss. Nein! Scheiße. Und da muss es eigentlich auch weg. Die, keine Angst, Freunde, die Wolle holen wir uns wieder. Wir geben nicht auf. Oh. Okay, ich habe aufgegeben. Das hat mir... Das tut alles weh. Und ja, kann jetzt natürlich wieder ein bisschen dauern. Wir haben jetzt schon 12 Minuten vertrödelt. Haben aber ein bisschen was geschafft, denke ich mal. So ein kleines bisschen. So. Bis dahin darf es gehen und nicht weiter. Obwohl, ich kann mir sowas Episches einfallen lassen. Und das werde ich bestimmt auch machen. Pam, 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 pam. Pum! Scheiße. Der ging daneben, Freunde. Okay. Wow, leck halt noch mehr. Spaßt. Scheiße, jetzt habe ich es doch falsch gebaut. Seht ihr, Freunde? Das passiert, wenn man zu viel schwätzt, zu viel in die Kamera schaut. Und, ja. Das muss nochmal weg, weil hier muss ja der Holzrahmen rein, Freunde, ne? Zack, 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 zack. So. Alter, ich hasse das, ne? Jetzt play ich schon wieder und schon wieder fängt an, so ein scheiß Hund da draußen zu kläffen, Alter. Ich glaube, die wittern das, die Viecher. Ich glaube, die wissen so... Oh, nein, das ist diesmal nicht mein eigener Schiss. Das ist Patty Labby, wenn er gerade Let's Playt. Ja, so ungefähr. Spaß, die Viecher, ohne Witz. Ich liebe zwar Hunde über alles, ohne Witz, ich könnte selber einen haben, aber... Da hört bei mir die Freundschaft auf. So. Ja. Müssen wir mal schauen, wie wir das hier regeln. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also mal eine Doppeltür. Nee. Wie machen wir das? Das sind Dreier-Dinger, ne? Genau. Drei, das heißt, hier kommt nochmal so ein Huch und so, so ein Ding hin. Dann kann man hier eigentlich das Ding reinhauen. Nee, wir machen es anders. Wir hauen hier das Ding rein. Also hier kommt die Tür quasi hin. Sprich, zack, boom, tschakalaka, bam. Ja, ja, leckt mich mit euren scheiß Origin, Alter. Immer wenn ich aufnehme, immer. Na gut, ich bin auch selber schuld, ne, wenn ich währenddessen nicht mich da abmelde. Okay, so.
Und da kommt dann wieder das hin und dann kommt wieder das hin. Tang, tang, tang. Geht so einigermaßen auf. Gott sei Dank. Okay. Hier muss dann eigentlich sowas hin. Also das lassen wir jetzt einfach mal so. Pom. Pom. Gut. So. Hier, meine Freunde, entsteht dann ein süßes kleines Mega-Fensterchen, sag ich mal. Und hier an der Wand kommt dann ein bisschen was Feines hin. Deswegen tue ich jetzt nur mal das hier ausbauen. Na gut, können wir auch mal machen. Hier so pam 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 pam. So. Da auch noch. So. Okay. Und hier kommt dann eben das Zeug hin nochmal. Tam 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 tam. Tam 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 tam. Jo. Und hier an die Wand habe ich jetzt eben vor, ein bisschen was zu machen. Das heißt, sowas, sowas und jetzt muss ich bloß aufpassen, nicht, dass ich da irgendwie mich verbaue. Da kommen dann nämlich Dinger rein, Betten. Süße kleine Bettchen zum Pennen. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, und da noch. Okay, verbuggt. Okay, verbuggt. Hey, sollen wir mal die Betten tauschen? Vielleicht geht's dann. Pam, pam. Komm her, du Scheißbett. Okay. Gut. Und dann hier nochmal eins hoch. Und dann nochmal eins hoch. Dann sieht's eigentlich ganz okay aus. Ja. So, dann müssen wir hier noch die Wände ziehen. So, drei sollten reichen und dann kommt halt hier das fette Panoramafenster hin. Ups, das heißt, ich kann die kleinen Dinger hier unten eigentlich wegholzen, weil die interessieren eigentlich keinen. Alter, also ich bringe mich hier noch selber um, wenn ich so weitermache, ne? Ih, und schon wieder diese hässlichen Dinger, Alter. Die braucht kein Schwein. Boah, jetzt leckt wieder alles. Ich denke mal, weil Fretz gerade neue Dateien macht. Mm. Okay, ich esse mal die vier Äpfel, die ich hier habe. Die habe ich ja nicht umsonst mir aufgehoben. So. Und ich hoffe, dass dann auch beim nächsten Mal wieder jemand Freundliches dabei ist. Weil ihr habt ja alle keine Zeit, ne? Komischerweise. Klar, ich nehme halt immer am Sonntag auf. Und am Sonntag will Alex immer was hochladen und so. Aber trotzdem, der Upload wird schon keine 10 Stunden dauern. Oder? Au. Yeah, reicht wieder nicht. Ja, pass mal auf. Dann pass mal auf, Freundchen. Oh, so viel Holz, geil! Okay, das sollte jetzt aber echt reichen, denke ich mal. Okay, okay, okay. Jetzt bräuchte ich schon wieder den Versprecher verloren. Jetzt bräuchte ich schon wieder diesen Electric Staff, ja? Weil, dann könnte ich da hochfliegen und muss nicht hier mal außen rumlaufen. Das wäre natürlich sehr, sehr praktisch. Aber nö. Und nochmal runterspringen. Oh. Okay, das heißt, du da. Du da. Du da. Yeah. So muss das sein. Gut. Hier kommt dann das Ding hin. Hier kommt ja irgendwo dann der, genau. Furz. Und hier kommt ja, glaube ich, auch noch einer hin, ne? Ja. Jo. Krasser Scheiß. So. Und dann brauchen wir ja natürlich die Dinger. Also, jetzt habe ich hier bloß kein Zeug da. Wo habe ich denn den A-Reiser? Ja, ja, halt's Maul. So, das sollte jetzt echt reichen. Komm, zack, hier wieder rein. Dann gehen wir nochmal kurz ins Badezimmer. Bloß aufpassen, dass hier nichts ist. Also jetzt muss ich echt wirklich überall aufpassen, ja, dass hier keine Zombies sind, dass hier keine Creeper irgendwo in meinem Scheißhaus sind. Das ist wirklich super toll. Finde ich klasse, also. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr jetzt scheißen gehen wollt? Dann müsst ihr erstmal gucken, ob da irgendwie nicht eure Oma oder sowas drin chillt und will zugucken oder so, ne? Das wäre natürlich lustig. Irgendwie.
So, soll ich das hier auflassen? Ah, lass mal auf, ne? So ein fetter Panorama hat eine Schäder. Jetzt müssen wir schauen, wie hoch das nochmal wird. Bis hierhin, glaube ich, ne? Das heißt, pam pam. Jetzt müssen wir schauen, wie habe ich das da gemacht? Da habe ich normales Cobblestone gelassen. Das heißt, das macht man hier dann auch. Okay. Gut. Aber das hier, pam pam, pam pam. Machen wir einfach mal kurz weiter. Hier kommt dann Holz. Das ist ja klar. Wunderbar. Das hat sich gereimt. Super geil. Okay, und hier kann ich dann eigentlich zubauen. Ups. Weil hier kommt ja, glaube ich, keiner her. Hoffe ich mal. Und will von oben zugucken. Hoffe ich zumindest. Oder Alex. So. Hier machen wir noch zu. Genau. Hier machen wir dann auch nochmal zu. Zack. So, und hier kommt dann eigentlich, glaube ich, keiner mehr so rein. Gut, kann man so lassen. Ja, hier machen wir noch ein paar Dinge so oben drauf. Dann sieht es auch ein bisschen schöner aus. Und, oh! So, geil. So, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist schon ein bisschen scheiße. Aber nur ein bisschen. So, das hätten wir. Wir haben noch 11 solche Dinger übrig, Freunde. Das heißt, wir können ja eigentlich die Dinger dann hier auch noch hinsetzen, weil hier kommen ja dann noch Sachen hin. So, nur so ein paar Sachen. So. Hopp. So. So, das kann ich auch mal so lassen und dann Chuck. Ja, es war wieder so klar, dass Hexit wieder sagt, nö, nö, ich nicht, Freundchen. Jetzt. Du kleiner Lappen, jetzt habe ich dich, sag ich mal, ein bisschen verarscht. Das Spiel kann man verarschen, Freunde. Ja, es ist so. Es ist ein reines Mobbing-Spiel. So. Oh. Jetzt will mich das Spiel wieder mobben. Pass nur auf, sonst kassierst du noch eine. So, das haben wir hier auch nochmal weg. Tam, tam, tam. Da brauchen wir kein TNT eigentlich mehr, weil das ist ja auch wieder ein bisschen wiederum Verschwendung, wenn man hier mal ein bisschen Zeit auch investieren kann, um mal das Zeug wegzumachen. So. Ja, wie gesagt, jetzt nochmal wegen dem Titel des Videos. Ich werde Houtini jetzt rausschmeißen müssen, weil klar, ihr müsst mich ja auch verstehen. Ich schreibe ihn ja dauernd so an, ja, kannst du mal das jetzt bitte hochladen? Und wenn er dann sagt, klar, mache ich Bro oder so, weißt du, wenn er mir sogar 10.000 Mal die Versprechungen gibt, und ich habe jetzt mindestens schon 10 Mal ein Auge zugekniffen, also quasi so. Ne? Also, ist klar, ne? Und wenn er dann immer noch so eine Scheiße weitermacht, dann denke ich mir halt, oh, er leckt mich am Arsch. Weil ich weiß nur, wo er gesagt hat, ich will unbedingt bei dir mitmachen. Ich will auch in YouTube ein bisschen Zeug kriegen und so. Gut, ich will jetzt nicht sagen, dass er von mir krass gepusht wird oder so, ne? Ist klar. Aber vom Ding her, also er wollte halt unbedingt ein Projekt so als erstes Ding haben. Und ich habe ihm halt das Projekt so, sag ich mal, geschenkt. Aber wenn er da, sag ich mal, ein bisschen rumtretet drauf, dann denke ich mir halt, dann trete ich aber mal zurück hier. Also wir sehen uns am Mittwoch, Freundchen. Du wirst schon sehen, dass ich dir in den Hintern treten werde. So. Ja, das wird schon geil, Alter. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus mit so einer Ecke, die so hoch geht. So, dann machen wir einfach auch nochmal kurz weg. Tralalala, tralalalala, tralalalala. Sure. Dann machen wir das hier noch. Da muss ich hier nur noch zumachen. Ah, das Vogelzwitschern ist schon auch süß, ne? Au. Scheiß Flint. Ja, jetzt kommt hier wieder dieses Kieszeug, Alter. Was mich am meisten angekotzt hat, damals, als ich hier angefangen habe zu bauen. Okay, wir brauchen nochmal ein bisschen Ding. Okay, wie machen wir das hier eigentlich dann? Oh, ich hätte eine Idee. Nö, falsch. So. Genau. Hier kommen dann halt Bilder oder irgendwie sowas hin, das weiß ich selber noch nicht. Oder, warte mal, ich kann mal was ausprobieren. Okay, und dann, pam, pam. Penis, plupp. Und hier dann irgendwie ein Bild rein und boah, ich habe jetzt voll die krasse Idee, ne? So, geil. Also nicht die Idee, die ihr jetzt meint, ne? Wenn ich das auch schon, wenn ich das schon mache. Ja, okay, es geht.
Ich brauche mal kurz Zäune. Boah, schneller, bevor meine Idee wieder verschwindet. Na. Kann ich eigentlich Slaps machen oder so? Ja, geil. Gut, kann ich. Das heißt, ich muss die wie machen? Kann ich gar nicht craften so? Hm? Okay, probieren wir einfach mal. Vielleicht geht's ja so. Nee, geht nicht. Scheiße. Wie kann ich die denn machen? Wolle Slap. Slap. Slap that shit. Was wollte ich genau? Zäune. Habe ich noch ein bisschen Wolle? Ja, nee, eigentlich nicht, ne? Also machen wir einfach mal mit dem hier. Gut, jetzt gehen wir nochmal hoch, machen das Zeug und dann würde ich mal sagen, könnte man eigentlich die Folge mal beenden. So. Ich schwitze ja auch vor allem, ne? Weil wir haben jetzt heute hier 36 Grad, ne? 36 Grad. Und ich dachte mir halt so, es ist noch ein bisschen früh. Später gehst du eh raus, aber es ist noch früh. Da kannst du doch mal ein bisschen so, ne? So ein bisschen, du weißt schon, Wetter genießen, bla bla bla. Und. Ha, ihr wisst, glaube ich, was ich vorhab. Okay. Ja, kann man stehen lassen, ne, Freunde? Kann man stehen lassen, so. Ja, kann man so lassen. Ja. Sieht doch eigentlich ganz nett aus, so, ne? Ja, geht. Geht schon. Gut, dann tun wir das hier wieder zumachen. Jetzt gehen wir nochmal raus, tun hier noch die Gläser versetzen und dann würde ich sagen, gehen wir dann eh mal wieder raus aus diesem Server, aus diesem Projekt und schauen mal, was sich heute Abend noch so ergibt. Heute Abend habe ich dann noch vor, mit Alex aufzunehmen, weil ich habe ihn schon gefragt und er weiß noch nicht, wie er nach Hause kommt. Weil er ist voll der Zigeuner, müsst ihr wissen. Der Zigeuner, der streift umher immer am Sonntag. Das ist der Wahnsinn. Am Sonntag ist er immer irgendwie unterwegs. Mal ist es in Nigeria, dann ist es wieder in Brasilien. Ich weiß nicht, was er da will. Spaß, also. Er ist nicht wirklich jetzt so weit weg unterwegs, aber er ist meistens unterwegs. An einem Sonntag. An einem Chill-Tag. Ja? Sonntag ist ein Chill-Tag. Ne? Ihr versteht, Freunde. Sonntag, hallo, Sonntag, hallo. Könnt ihr mir folgen, Freunde? Sonntag. Der Tag des Sonntags. Sonntag. Tag, Sonntag. Hallo, ne? Tickt's bei euch? Sonntag. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gecheckt, Freunde. Sonntag. Ne, ich höre schon auf. Vogel! So, ich mach da mal so zwei Dinger hin. Mal gucken, wer weiß, vielleicht kommt da noch eine Spinne oder so. Man weiß ja nie. So, gut, das kann man so lassen. Holz haben wir nicht mehr, okay. Gut, meine lieben Freunde, in diesem Sinne schauen wir mal auf die Sonne. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Hexed Friends. Haut rein, tschüss.